Oh, das ist nicht leicht. So. Noch einer? Ha, na, noch einer. Was? Frachtenführer? Ich kann das nicht verstehen. Alle Gegner sind vernichtet. Wir müssen hier weg. Transportführer, fliegen Sie zur nächsten Boje auf der anderen Seite dieser Zone. Gamma-Geschwader auf Flankenposition. Wir sind nicht weit von Willard entfernt. Bestätigt. Eine, meine Hassmission. Die zweite kommt noch. Aber ich spoiler nicht. Nicht spoilern ist mein Motto. Boah, das war jetzt Battle of the Unicorns, oder was? Einhornkampf? Was? Battle of the... of the Giants oder so ähnlich. Seitdem man jetzt 15 Minuten hochladen kann, und seitdem ich das endlich weiß, ich habe es noch nicht gewusst, na, wird es wahrscheinlich weniger Folgen Freelancer werden, weil es ja 15 Minuten sind und zwei Folgen. Dies ist der letzte Abschnitt der Barrera-Passage. Station Willard ist ganz nah. Weil drei Folgen, also früher waren es drei Folgen, jetzt sind es zwei Folgen, also reduziert sich die Menge der Videos, sind dafür länger. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann hast du halt nicht mehr so lange Videos. Echt fies. Schön, dass Sie gekommen sind, Gamma 1. Es sah gar nicht gut aus. Na. Wir kamen so schnell wir konnten. Ich habe das gar nicht benutzt, die Gegenmaßnahme. Aber das habe ich benutzt. Sonst hätte ich auch noch Nanobots gehabt. Leute. Ja! Geschafft! Anfliegende Schiffe, hier Station Willard, identifizieren Sie sich. Hier LSF Commander Zane. Wir eskortieren eine Ladung geheimes Material zur Station Willard. Verstanden, wir haben Sie erwartet. Fliegen Sie zur Station. Die Undockports sind zurzeit offline, das ist aber gleich repariert. Nochmal danke. Trent, ich muss auf der Station landen und mit Leuten reden. Wir haben ganz sicher einen Maulwurf in der Marine. Wir sehen uns bald. Commander Zane, wir haben jetzt Landeerlaubnis. Undockports 2 und 3 sind für Sie bereit. Oh, landen Sie und reparieren Sie Ihr Schiff. Wir treffen uns in ein paar Minuten im All wieder. Puh, damit wäre das auch vorbei. Ich bin glücklich. Meine Hassmission ist vollendet. Eine meiner Hassmissionen. Betone nochmal eine. Ha! Auch noch ein Nanobot verschwendet. Andocken, überspringen. Und wir reparieren unser Schiff. Ohne das hätte es keinen Sinn. Reparatur abgeschlossen. Also das war ein Gegenstand, nicht unser Schiff. Das war so. Ich hau nur den Gegenmaßnahmewerfer mal aus sie dabei. Den verkaufe ich. Drohnenmine fahre ich auch aus, aber die Raketen lasse ich da. Die Keule immer noch. Schubdüse, die verkaufe ich. Heuer nicht. Oh, da müssen wir einkaufen. Tschuck. Den Frachtraum geladen. Und sowas von unbedingt. So, was gibt's denn? Die Lava Blade. 2. Energieverbrauch. 25. Oh, das ist ein Shadow Energieverbrauch. Aber schaut sich den Schaden an. Definitiv more damage. Aha. Ich verkaufe mal eine Justice sowieso. Eine Zwarer. Die Lava Blade 1 müsste... ist trotzdem besser als die... Der Energieverbrauch geht mir noch furchtbar an. Das geht mir furchtbar nach Magma Hammer. Damage plus. Nur trotzdem... Ich kaufe mir eine Lava Blade 2. Genau. Perfekt. So passt es mir. Der Energieverbrauch steigt zwar, hoffenweise, aber kann man nichts machen. Habe ich zu viel in meiner
Ist mir wurscht, ich schalte nicht unten hin. Ich will gar nicht hinschauen. Uff, ich habe jetzt kurz eigentlich hingeschaut. Hallo Leute, willkommen. Ich nehme euch live im Let's Play auf. kennt sich nicht aus. Orden zu sprengen. Was gibt's denn für Jobs? Job. Dann erreichen wir die nächste Stufe. Nach einem Einsatz. Das heißt, der nächste Einsatz ist der letzte Einsatz, oder wie? So, ich speichere hier nochmal zum Notfall. Leute, ich bin vorsichtig. Und wir starten. Oh. Trotzdem. Freelancer Alpha 1-1. Hier, Forschungsstation Willard. Alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. Sie sollten uns ruhig angreifen. Wir müssen zurück nach California Minor. Diesmal nehmen wir eine Abkürzung. Ich lade die Koordinaten hoch. Auf geht's. Wechsle auf sicheren Kanal. Da ist etwas oberfaul. Ich wollte meinem Vorgesetzten Bericht über den Konvoi erstatten, aber er wurde nach Manhattan beordert. Meine Informanten sagen mir, dass er in Wahrheit verhaftet wurde. Hochverrat. Ich wollte mehr herausfinden, aber meine Freunde im LSF-Hauptquartier sind alle verschwunden. Ich konnte nur King erreichen. Er ist immer noch auf Pittsburgh. Moment. Das Radar zeigt mehrere Schiffe auf Abfangkurs. Mann, was machen Rheinwehr-Walküren hier? Achtung, Rheinlandschiffe. Ihr Commander Zane von der Liberty Security Force. Bitte identifizieren Sie sich. Over. Rheinlandschiffe, antworten Sie. Trent, bleiben Sie wachsam. Hier ist was faul. Sie eröffnen das Feuer. Angreifen! Ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich hab's gewusst. Die Rheinländer sind schon immer böse gewesen. Ha. Ich kann das genau. Ich kann genauso Raketen abfeuern, Mann. Und zwar noch besser als du. Okay. Aber man muss mal aufpassen, dass ein Schutzschild da ist, sonst ist mein Daumen nix. Ach, ich hasse es. Ach, dai, Mann. Ich habe keinen Nachbrenner. Okay, wieso? Ich fliege auch voll langsam. Ich habe auch überhaupt nicht hingekommen. Das sieht man, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Komm her, du. Ich habe auch eine Rakete, aber deine... Du wurdest zerstört, ich meine. Militär. Seit wann greift das Militär bitte Leute an? Unschuldige Leute. Drei Raketen haben dich getroffen, Mann. Du sollst down sein. Ja, zerstört. Warum habe ich jetzt eine Rakete geworfen? Wieso? So kann ich mein Schutzschild nicht wiederherstellen. Down mit dir. Du hast mich im Visier. Du bist alleine außerdem. Du hast keine Chance gegen uns. Ja, zerstört mich jetzt. Boah, ich bin heute schon ein bisschen... Ja. Das war der letzte. Was ist los? Rheinwehrschiffe mitten in Liberty. Warum haben die uns angegriffen? So, gute Frage. Jetzt wird die Geschichte interessant. Wieso greift uns Rheinwehr an? Warum fliegen wir so langsam? Trent, mehr Energie auf die Triebwerke. Ja. Glauben Sie, das hat was mit den Artefakten zu tun? Ich verstehe das nicht. Rheinland? Selbst wenn es im Liberty-Militär einen Verräter gibt, was haben die Rheinländer damit zu tun? Wir müssen nach California Minor und mit Walker reden. Er ist der Captain eines hier auf California stationierten Liberty-Marinekreuzers. Er und ich haben früher öfter zusammengearbeitet. Wir können ihm vertrauen. Okay, Trent, ich werde Walker suchen. Wir treffen uns in ein paar Minuten in der Bar. Andock. Bestätigt, bitte wacht. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Das finde ich genial. Alpha 1-1, die dürfen jetzt zum Landepunkt. Ich habe nur eine Rakete. Ich finde die... Komm ruhig verschießen, ja. Lande einfach.
Kommt jetzt nicht, jetzt glaube ich kommt schon wieder die zweite Mission, die ich so hasse. Leute, die zwei Missionen sind so nah beieinander, da wundert mich gar nichts mehr. Ja, die schaffen sicher noch. In der Bar treffen. Geh jetzt mal zum Ausrüstungshändler. Jetzt kommt der Typ, ich kenne, ich weiß, wie das jetzt, was jetzt passiert, und das macht keinen Spaß. Ich gebe jetzt trotzdem mein halbes Geld aus, also mein halbes Geld. Den Frachtraum geladen. Oh, nicht mein halbes Geld. Entschuldigung. Na, ich gebe. Den Frachtraum geladen. 36 von denen. Von denen 15. Den Frachtraum geladen. Maßnahme brauche ich keine. Aber den so. Frachtraum geladen. 25. Den Frachtraum geladen. So. 40. Den Frachtraum geladen. Und bitte nicht das vergessen. Den Frachtraum geladen. Unabdingbar. Klingt irgendwie lustig. Montiert. Obwohl wir stärker sind, hat das keinen Sinn. Wenn wir abkacken. Gehen wir in die Bar. Trent! Hier drüben! Allmählich fühle ich mich hier zu Hause. Trent, das ist Marcus Walker. Er ist Kapitän eines Liberty-Kreuzers. Er hat zugestimmt, uns zu helfen. Der LSF helfe ich immer gern. Ich kenne Junko schon seit Jahren. Ich habe von ihrem Erlebnis auf Freihafen 7 gehört. Sie haben Glück, noch zu leben. Habe ich gehört. Wenn es gerade keine Schmuggler sind, machen uns heute der Orden und andere Abschaum zu schaffen. Die Piraterie wird immer schlimmer. Wissen Sie, Trent, das Liberty-Militär sucht immer gute Piloten für einen Vollzeitjob. Ist eine ehrenvolle Sache. Danke, aber nein, danke. Ehrenvoll oder nicht, ich würde lieber als Freelancer arbeiten, wenn Sie nichts dagegen haben. Wie Sie wollen. Tja, jetzt muss ich leider noch ein paar Vorbereitungen treffen. War nett mit Ihnen, Trent. Wir sehen uns am Treffpunkt. Wir sehen uns im All, Trent. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nein, aber Scherz, ich habe keine Ahnung. Ich höre jetzt sicher noch nicht auf. Ich habe gesagt, bis halb, mindestens. Also kommt jetzt meine Hassfolge. Erstmal speichern wieder. Erstens, weil es Fraps sagt, zu wenig Speicherplatz. Und was ich sage, mir reicht jetzt diese Episode. Obwohl, vielleicht höre ich jetzt... Achso, es ist ja schon... Was? Wie viel ist denn? Oh, oh, oh. 2 Minuten noch. Hm. Die lasse ich aber noch hier, weil die nächste Folge war mal kurz. Entschuldigung, Leute. Ein bisschen heiser. Keine neue Werbung. Was hat zum Beispiel ein Angriff auf rheinländische Station? Im Hamburg-System. Hamburg. Rheinland. Was erinnert mich das? Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es in die Kommentare. Ich liebe es, wenn ich sage, schreibt es in die Kommentare. Hier gibt es aber auch nur den Patrioten. Ich liebe aber lieber die Defender. Er hält mehr durch. Ist sowieso imbar. Und er ist sowieso imbar. Weißt du, ein Grund fehlt mir? Er ist sowieso imbar. Und er ist noch immer imbar. Gut, aber ich mache jetzt einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn die nächste Folge gleich weitergeht, sehen wir uns gleich. Also, ciao Leute.